Ja, Leute, ich sitze da und übe jetzt Lapsteel. Das ist ein wunderbares Hobby. Jetzt sitzen wir alle zu Hause, hoffentlich, und nutzen unsere Zeit für Dinge, die wir schon lange nicht mehr machen haben können. Für die Bücher, die alle am Tisch liegen, die gelesen werden wollen. Ein Instrument üben. Man kann irgendwie zusammenräumen, habe ich auch schon Leute, die tun jetzt alle zusammenräumen, ausmisten, schauen, das Leben klar kriegen. Das ist auch recht wichtig, dass wir das machen, weil es ist jetzt ganz schlecht, wenn man einen Sportunfall hat oder wenn man einen Verkehrsunfall hat oder die Glühbirne einschrauben will und von der wackeligen Haushaltsleiter fällt, weil man will jetzt nicht ins Krankenhaus kommen und dort behandelt werden müssen. Wurscht, ob man 17 ist oder 87, es ist kein Spaß, es darauf von einem Bruch zu haben oder sonst irgendwas. Also müssen wir jetzt auf uns aufpassen, auf uns selber aufpassen und damit auf alle anderen auch aufpassen und eben schauen, dass wir vernünftig sind und aufmerksam sind und uns nicht gegenseitig anstecken, nach Möglichkeit, damit eben die im Spital genug Zeit haben, uns zu versorgen, wenn uns was passiert. Wir müssen uns die Hände waschen und wir müssen gut auf uns aufpassen und gut für uns sorgen. Ich übe da jetzt einmal vor, weil im Herbst werden wir ja hoffentlich wieder Konzerte spielen können. Vielleicht schon im Sommer, ich weiß es ja nicht, ne? Das weiß ja keiner. Aber je mehr wir uns bemühen und je mehr wir uns um uns selber kümmern und uns selber sorgen und aufpassen und damit auch um die anderen, auf die anderen aufpassen, desto schneller haben wir es hinter uns und desto schneller können wir dann ordentlich feiern. Ich wünsche euch was. Baba, ciao.